Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Freut mich auf jeden Fall, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Jo, es fängt jetzt an zu regnen. Da vorne ist das Camp, in dem sich angeblich Lisa befinden soll. Und Lisa wollen wir heute rausholen. Deswegen würde ich vorschlagen, werden wir uns mal leise anschleichen. Also bisher sehe ich hier noch niemanden im Camp. Aber vorher werden wir noch mal gucken. Hier sind wir voll. Da sind wir voll. Was ist das denn? Ausdauer. Was brauchen wir denn dafür? Beeren. Ah. Okay. Okay, dann lasst uns mal rangehen. Verdammter Ritter, wo ist die Kleine? Wenn sie verletzt ist, ich schwör bei Gott. Ach, was rede ich? Ich krieg euch alle, egal ob ihr ihr wehgetan habt oder nicht. Halt durch, Lisa, ich komme. Okay, wir müssen uns ranschleichen. Was ist das? Lisas? Ein Rucksack. Das gehört ja keinem verdammten Ripper. Kleine Fußspuren, Kindergröße. Das muss Lisa gewesen sein. Sie haben sie hier entlang geschleppt. Wir gehen hier nochmal rein, um zu gucken, ob ihr hier noch. Was ihr getan habt, ihr Schweine, bringe ich jeden einzelnen von euch um. Ah. Das Drohungen? Sind das Drohungen, Deacon? Aber ja. Du hast absolut recht. Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Halt, nein, ich will doch. Was machen die da drüben? Was boxt der da? Kann ich das Kerosin gar nicht nehmen? Doch. Okay, hier sind die auf jeden Fall die Fußspuren. Ja, sonst ist hier, glaube ich, niemand, oder? Oh, da hatten wir aber Glück gehabt. Warum findest du nicht den Weg? Die sind tot, Arschloch. Die treten deinem verdammten Kult nicht bei. Okay. Schön vorsichtig. Ist auf jeden Fall noch eine Flasche, die wir mitnehmen können. Ja, folge dem Weg. Folge dem Weg? Gefundene. Oh, ich wollte gerade hochkommen. Jetzt hier lang. Oh, er raucht erstmal schöne Tüte. Okay. Du bist frei. Wir sind da runter.
Sollte sich nochmal umdrehen. Am besten da runter gehen, genau. Wurde sie hier reingeschleppt? Oh, der hat auf jeden Fall eine richtig geile Keule. Ja, das werden wir gleich sehen, ob sie hier reingeschleppt wurde. Wir müssen auf jeden Fall hier wieder auf Fallen aufpassen. Gucken, ob wir da hinten erst lang gehen. Zwei Leute. Frei. Okay, vor dem brauche ich glaube ich keine Angst haben. Scheiße, was ist bloß los mit euch Freaks? Da voll die Schändung, ey. Da war ihm. Halt! Du Bastard! So, der ist weg. Wo ist der andere? Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, hier. Ja, ich seh's doch. Freien regieren die Welt, ha? Nicht, wenn sie alle tot sind. Ah, es war aber klar, dass der mich sieht, weil hier hinter, wenn ich hier hocke, also da geht's noch, aber da drüben war halt Käse, ne? Okay, in der Hoffnung, dass jetzt keiner was gehört hat. Nein, sie ist nicht hier. Wo bist du, Lisa? Okay. Ach, sie muss irgendwo hier draußen sein. Carlos sagte, ich soll suchen. Das musste ich noch nicht. Diese Stimmen hören. Ich höre sie ständig. Ah ja. Du wirst gleich noch andere Stimmen hören, mein Freund. Ich muss den Weg folgen. Da sind die krank. Einmal, zweimal, da hinten war noch ein Dritter. Ich muss da hinten lang. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Spezialwaffe, Repartiergewehr, geil. Ich war eins mit ihnen. Ich glaube, die nehme ich, ey. Neun Schuss. Aber meine Schroti, Alter, ich liebe diese Schroti, ne? Also ich würde die ungern abgeben. Ich hab vergessen, wie sie hieß. Wie wir alle. Sie widersetzte sich. Wollte den Weg nicht sehen. Hörte nicht auf Carlos Worte. Wollte nicht eins sein. Ich musste sie befreien. Ja, ja. Mit dem Messer. Oh, guck mal, von da hinten könnten wir auch wunderschön rangehen. Jetzt wandelt sie auf dem Weg. Allein. Ich muss das Salz atmen. Muss es in den Adern spüren. Das Salz wird mich befreien. Es nimmt mir die Vergangenheit. Alter,
auf Droh, der Typ. Hier wär's unten. Niemand tritt euch bei! Hey, schau mal, jetzt wurdest du gefunden, ja? Lass uns mal zurückkommen. Dann holen wir uns den. Ah, da oben ist auch noch einer. Scheiße, sieht die mich? Halt durch, Lisa. Egal, was sie mit dir machen. Halt einfach durch. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber Moni. Ah, fuck. Oh, lebt noch. Okay, weg. Holen wir noch jemand, glaube ich. Ah ja. Komm hoch. Okay, der ist weg. Oh, auch nicht schlecht. Okay, warte mal. Ich glaube, hier hinten war ja auch noch was. Die alle vergessen zu looten, die Brüder. Brüder. Lende Bastarde sind das. Ripper. Hier nochmal einen Nachlader durch machen. Ich werde dich retten. Ich hoffe doch. M7. 4 Schuss. Warte. Schöner Schuss. Direkt nochmal nachladerig machen. War hier nicht noch eine? Oder war die eine höher? Eine höher, wa? Mal gucken. Warum habe ich eigentlich mein Licht an? Ist auch keiner. Halt. Sträucher. Wo finde ich eigentlich Beeren? Also nicht Bären, sondern Beeren, die man essen kann. Nein, nicht die Waffe. Ja, hier lang. Sie ist irgendwo hier lang. So, dann hier aber noch mal kurz hoch. Ich gibt's hier noch was Feines. Sieht nicht danach aus, ne? Ich gucke mal hier lang. Ein verkrankes Gebiet hier schon wieder. Was Muni? Nice. War immer gut gebrauchen. Freiaktion Lisa, ey. Irgendwas angucken, uns die Karte angucken, wo es überall lang geht. Eins geht nicht, aber irgendwo. Ah, warte mal, hier ist noch so ein Schild. Bringt jetzt aber auch nichts, ne? Okay. Wir müssen auf jeden Fall hier lang.
nur auch Bomben. Sowas gibt's auch. Sehr nice. Hier. Sie wurde hier hochgezerrt. Flasche. Hier ist nichts. Haben die sich alle verkauft? Muss da oben sein. Okay, den einen haben wir. Eine Rauchbombe. Hier müssen wir jetzt wieder höllisch aufpassen. Bestimmt wieder irgendein Sniper oder irgendwie so ein Scheiß. Ich komme, Kleine. Oh, nicht, dass der Alarm schlägt hier, der Typ. Hat er uns gesehen? Ja, ja, laber nicht, ey. Okay, da hinten. Wieder mal der. So, den haben wir. Gut verwinkelt hier. Fall gut verwinkelt. Okay, jetzt geht's los. Ah, da sind noch einige. Fucking! Ah, fuck, Alter. Geh doch runter! Warum geht er nicht runter? Himmel her, verstehe ich nicht. Ich drücke und drücke, passiert gar nichts. Ach, ja, das war jetzt wirklich mein Fehler. So. Wir müssen uns den Sniper holen. Er ist da oben auf jeden Fall. So, warte. Das haben wir. Okay, hier scheint irgendwo ein MG zu sein. Ja, die werde ich erstmal markieren, die Brüder hier. Zack. Irgendwo da drüben war noch einer. Zack, da. Okay. Ach scheiße, den haben wir nicht. Ah, kacke. Leider auch nicht. Mann! Verflucht! Hat er mich gerade angeschossen. Verdammt, jetzt haben wir gleich keine Muni mehr. Dann haben wir. Haben wir noch einen Schuss? Ne, haben wir nicht mehr. Scheiße. Warum? Hier stand doch schon wieder irgendwie was. Achso, egal. Brauchen auf jeden Fall Muni. Kommt auch noch einer. Verdammte Axt, ey. Ah, wo ist er? Aha. Bin ich hier hoch? Und den haben wir. Ich ins Glied schieße, müsste doch eigentlich. Naja. Nochmal kurz einen Nachladericht machen. Flucht. Okay, gehen wir mal in Deckung.
Jawohl, der müsste sich jetzt selber in die Luft gejagt haben mit seiner scheiß Rohrbombe. Okay, auf Nahkampf jetzt hier mit der Wumme. Hier kurz gucken. Ah, hier ist auch nochmal Muni. Ist natürlich gut hier. Hier wirklich gut Muni finden auch. Prezi ist natürlich schon wieder zum Kotzen. Du bist gefunden. Ah ja, da bist du doch. Dann bleib doch stehen. Und da oben müsste noch einer sein, oder? Hier gucken wir auf jeden Fall nochmal. Oh Mann, Lisa. Oh, verdammt, was haben sie dir angetan? Lisa. Ach du Scheiße. Lisa? Hey. Kleine. Nein! Nein! Hey, hey, hey. Hey, Lisa, ich bin's, Deacon. Erinnerst du dich? Deacon. Okay. Okay. Deacon. Schon gut. Schon gut. Komm schon. Bist du okay? Verdammt, kannst du laufen? Kennst du das Besucherzentrum? Gut, da steht meine Maschine. Du musst so schnell du kannst da hinlaufen. Halt nicht an. Nicht anhalten. Genau, nicht anhalten, was auch ist. Bereit? Hm? Los. Da wird Zeit, dass wir die anderen noch ein bisschen abschlachten, oder? So, nicht anhalten, Lisa. Du bist Bescheid. So, das sieht doch gut aus hier. Hier haben wir noch was Schönes. Okay, gucken wir mal. Brauchen wir noch irgendwas? Zack. Hier können wir uns auf jeden Fall nochmal heilen. Dann können wir nochmal herstellen. Zack, so. Ist nichts zu holen. Auch nicht. Und auf jeden Fall hier nochmal hoch. Da musste ich jetzt Lisa folgen. Glaub nicht, ne? Ich glaube, ich muss sie begleiten. Der schön gefettfingert. Los, Lisa, komm. Lauf. Am besten geduckt. Wäre nicht schlecht. Lisa, runter, versteck dich. Da sind sie. Bin getroffen. Erwischt. So nicht. Da kommt's Feuer. Ja. Gib's doch nicht! Alter! Ah, Mistkerl. Was? Mistkerl, so schnell nachladen. Ja, bleib ganz entspannt hier. So. Hier nochmal schön looten, Alter. Ich hoffe, dass die mal ein bisschen Munition abgeben, die Spacken hier, ey. Bin ich gleich ordentlich am Arsch. Okay, den hol ich mal mit der. Ah ja. Er ist auch weg. Schade, dass wir keine eigene Munition herstellen können. Das wäre echt super. Oh, der hat nur einen Lappen. Der hier.
Wisst ihr, wenn alle Stricke reißen, dann müssen wir halt die Schroti wegschmeißen und eine andere Waffe nehmen. So, hier wird bestimmt gleich nochmal was kommen. Na? Lisa, wo bist du? Auf geht's. Ja. Oh nein, Ripper! Lauf zum Besucherzentrum, los! Nein, verflutet war fast die... eine Kugel halt noch. Scheiße, okay, der hat... Lauf! Der hat... Der hat gesessen. So, andere Muni. Muss nochmal nachladen, falls wir jetzt gleich verfolgt werden. Ist nochmal eine 100% Waffe. Nice. Boah! Okay. Lappen. Gucken, ob wir hier noch öffnen können. Wo wir vielleicht noch mal ein bisschen Munition finden. Hoffentlich, bitte, bitte. Ah, oh, nun Kerosin, scheiße. Hier könnte man wieder einen Schalldämpfer finden, oder? Na, warum machst du das nicht auf? Jetzt. Nein, leider nur Schrott. Okay. Dann auf zum Bike. Komm, Lisa. Hier ist es sicher. Bist du okay? Nein. Hör mir zu. Südlich von hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hot Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du wärst dort nicht allein. Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Okay. Gut festhalten. Okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Lisa noch zum Camp bringen müssen. Ja, müssen wir. Schnellreise geht nicht, oder? Geht nicht, also machen wir es noch. Ricky, komm! Ricky, bist du noch auf dem Kanal? Lost Lake Camp, kommen! Deacon? Lang nichts gehört. Was willst du? Wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway, an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahre jetzt dahin. Weißt du, was Iron Mike gesagt hat? In der Nacht, als Musa und du hier weg seid? Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Skizzo an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich habe ein Kind hier. Was? Ja, kein Kind, eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Du hast eine Überlebende? Bringst sie nach Lost Lake? Nein, du bringst sie nach Lost Lake. Ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Ja. Okay, ich bin unterwegs. Lost Lake Ende. Ricky? Okay, ja. Gern geschehen. Okay. Es wird dir da gefallen, Kleine. Wie gesagt, Iron Mike, er ist okay. Er schreit gern rum, also lass dich nicht aus der Ruhe bringen, verstanden? Okay, und dann ist da ein Typ namens Skizzo. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du's Ricky. Oder, geh zu Eddie, sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie ist eine Gute, sie hat Medikamente und so, weißt du, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Huh? Sie helfen dir, du kannst ihnen vertrauen. Auch wenn du Scheiße baust. Okay. Okay, also sie will nicht mehr zurück zu Tucker. Obwohl es ihre ehemalige Nachbarin war und sie sich eigentlich gut verstanden haben. Aber in jedem Camp gibt es Rechte, gibt es Pflichten. Und das will die Lisa nicht. Hey, Ricky. Hey, Deek. Ich bin überrascht. Macht Tucker nicht mehr in Sklavenhandel? Lisa, das ist Ricky. Sie wird dich
an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Deke. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige. Darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte, nimm sie mit, okay? Hm? Was ist mit ihr, Deke? Was mit ihr ist? Sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich musste... Oh mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich tue nichts lieber auf der Welt. Willst du mit mir angeln gehen? Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische, oh mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und nochmal vielen... Vielen Dank, wollte er sagen. Ja, sehr, sehr geil. Was haben sie getan? Mission beendet, Lisa in Sicherheit, allerdings auch nur 50%. Also scheint diese Story auch noch weiterzugehen. Ja, meine Lieben, ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Ich auf jeden Fall auch. Hörst du mich? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Gut, danke. Ja, ich komme rum, sobald ich kann. Dicken Ende. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Busa hat ein paar Sachen für uns gebaut. Ja, wie gesagt, Freunde, ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Ich will es auf jeden Fall auch wissen. Ja, und falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung, lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier am Ende mit einem Wheelie wieder, beziehungsweise mit einem Burnout. Alles klar, meine Lieben. Immer schön lecker bleiben und tschüssing.